Diddy's Tunnel und Michael Jackson Ausrufezeichen. Dass P. Diddy oder Leute, mit denen P. Diddy zusammenhängen, eventuell verantwortlich sein soll für den Tod von Michael Jackson. What the fuck? Über den damaligen Manager von P. Diddy soll Michael Jackson gesagt haben, dass dieser Manager der Teufel sei. Ja, jo, Tommy Mottola, Bruder, hat er gesagt, das habe ich gesehen. Das war der Manager von Diddy damals, sagst du? Jo, schon interessant jetzt gerade, ja. Am Anfang dachte ich so, was erzählt er hier gerade, aber warte. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Die Wahrheit, P. Diddy's Tunnel und Michael Jackson Ausrufezeichen. Ich habe da am Rande schon von gehört, dass irgendwie bei diesem P. Diddy-Skandal, der aktuell um die Welt geht, kann man schon fast sagen, irgendwie auch Parallelen zu irgendeinem Michael Jackson-Vorfall rausgekommen sind. Kann mir nicht vorstellen, was da die Verbindung sein soll. I don't know, bro. Wir gehen da auf jeden Fall rein. Es hat mich interessiert. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen und abonniert diesen Kanal. Peter geht los. Und los. Es gibt wirklich unfassbare Neuigkeiten zu dem P. Diddy-Skandal, der jetzt auch in Verbindung gebracht wird mit Michael Jackson. Denn laut diesen neuen Informationen wurde nicht nur unter P. Diddy's Haus ein unfassbar gruseliger Tunnel entdeckt, der seltsame Dinge geheim halten sollte, sondern es wurde nun angeblich herausgefunden, dass P. Diddy oder Leute, mit denen P. Diddy zusammenhängt, eventuell verantwortlich sein soll für den Tod von Michael Jackson. What the fuck? Bro, ist es dein Ernst? Also was ich auf jeden Fall nochmal sagen muss, ist bei diesen ganzen Tunnelgeschichten, was ich mich auch persönlich frage ist, die haben ja diese heftige Hausdurchsuchung gemacht, ne? Damals, vor ein paar Monaten. Und da haben die ja auch crazy stuff gefunden. Was ich mich immer frage ist, was ist mit diesen ganzen, weil es waren ja auch überall Kameras vorhanden, was ist mit diesen ganzen Videotapes? Schon damals bei Epstein, die sagen, dass jedes Zimmer fast eine Kamera da hatte. Und das heißt safe, dass die auch die Tapes haben. Was passiert damit? Warum hört man davon nichts? Weißt du? Wer ist da zu sehen? Was ist da zu sehen? Was machen die da? Was haben die nicht gemacht? Das finde ich immer crazy. Und was mich auch, was ich geil finden würde oder wo ich denken würde, was auch sehr interessant ist, ist, inwiefern P. Diddy auch in den Mord von Pac und von Biggie involviert war. Also da würde ich mich auch nochmal drüber interessieren, ob da eventuell noch neue Informationen rauskommen und ob das irgendwie vielleicht auch Teil von diesem Prozess werden wird oder so, weißt du? Was genau hier jetzt neu rausgekommen ist, welche unfassbaren Neuigkeiten es gibt, die derzeit durchs Internet schwirmen, möchte ich euch in diesem Video einmal genauer erklären. Und dazu kommen wir jetzt auch direkt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle grob etwas von diesem P. Diddy-Skandal mittlerweile mitbekommen haben werdet. Ja. Ich habe vor einigen Tagen auch ein ganzes Video dazu gemacht, wenn ihr das angucken wollt, es ist in der Beschreibung verlinkt. Aber um das Ganze grob mal zusammenzufassen, der unfassbar erfolgreiche Rapper P. Diddy sitzt derzeit immer noch im Gefängnis in Untersuchungshaft, weil er eben unterschiedlichste Partys veranstaltet hat, bei denen Menschen nicht nur körperlich verletzt wurden. Tupacs Familie hat er jetzt einen Anwalt eingeschaltet, der untersuchen soll, ob Diddy was damit zu tun hatte. Es wird spannend. Okay, crazy. Sondern auch zu Dingen gezwungen wurden, die sie nicht machen wollten. Es geht hierbei um Menschenhandel und ähnliche Sachen. P. Diddy werden unfassbar grausame Dinge vorgeworfen und nicht nur ihm alleine, sondern auch andere prominente und einflussreiche Personen sollen in diese gesamten Machenschaften verstrickt sein. Ist crazy, was da alles hochgeholt wird, ne? Aber es ist gut. Es ist gut. Wer genau das jetzt ist oder inwiefern man verstrickt ist, ist bisher noch nicht absolut bekannt. Aber dies ist grob erstmal der Skandal, das was ihr wissen müsst. Doch nun, wo man das Ganze weiter beobachtet, sind neue Informationen ans Licht gekommen. Und zwar gab es auf einmal relativ früh, nachdem P. Diddy ins Gefängnis gebracht wurde, eine unfassbare Meldung, die allerdings von der Polizei vage gehalten wurde. Und zwar war dies die Meldung, dass man unter dem Haus von P. Diddy einen scheinbar versteckten Tunnel gefunden hatte. Laut manchen Berichten im Internet heißt es, dass man eben ein Bett gefunden hat bei P. Diddy in der Wohnung, das seltsam schräg stand. Es sah so aus, als wäre dieses Bett notdürftig schnell an die Wand geschoben worden und nicht so, als würde es immer dort stehen. Als die Beamten dann das Bett weg... War das nicht mit irgendeinem anderen Haus noch connected, der Tunnel oder so?
gezogen haben, sollen sie angeblich eben einen Tunnel entdeckt haben. Und in diesem Tunnel sollen unterschiedliche gruselige Dinge entdeckt worden sein. Im Internet gibt es derzeit Geschichten, dass man die Klamotten von Kindern dort entdeckt hat. Ja, im Internet gibt es über alles Geschichten, Bro. Es gibt Aussagen dazu, dass tatsächlich auch ein toter Playboy-Villa dort entdeckt wurde. Und es gibt die Meldung, die derzeit am allermeisten verbreitet wird. Und zwar, dass die Beamten herausgefunden haben, dass dieser geheime Tunnel in P. Diddys Haus direkt eine Verbindung hatte zu dem Haus von Michael Jackson. What the fuck, bro? Die Quellen sind echt schwach. Da sind keine Quellen. Da sind keine Quellen, bro. Es ist halt, man muss ganz klar dazu sagen, so, es gibt halt, es gibt jetzt 1000 Leute, die 1000 Videos darüber machen und jeden Bullshit aus dem Internet aufgreifen, wo du nie weißt, ob da was dran steckt oder nicht. So, ne? Es sind alles Spekulationen, nehmt die Sache nicht zu ernst, sage ich euch ehrlich. Aber von diesen Tunneln habe ich auch schon gehört. Und es wäre auf jeden Fall nicht überraschend, wenn jetzt nicht zu Michael Jackson, aber generell, also von diesen Tunneln hat man ja schon leider sehr oft gehört, gerade in New York und so, ne? Wo ja auch schon einiges gefunden wurde in Tunneln und da ist ja dieses alte U-Bahn-Netz und so. Und da sagt man auch, dass da sehr viel Trafficking drüber läuft. So Tunnel bauen und Tunnel nutzen für kriminellen Bullshit ist jetzt nichts Neues, so, weißt du? Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass der Diddy einen Tunnel hat, nur wo der hingeführt hat und was der da gemacht hat, ist halt die andere Frage. Denn ihr müsst wissen, Michael Jackson lebte damals, als er noch am Leben war, in der gleichen Straße wie P. Diddy. Das ist krass. Doch nun soll man eben einen Tunnel von dem Haus von P. Diddy... Wo ist es? L.A. oder Miami? L.A., gell? ...bis zum Haus von Michael Jackson entdeckt haben. Nur mit der Besonderheit, dass dieser Tunnel scheinbar versteckt worden war, sodass Michael Jackson selbst von diesem Tunnel nichts mitbekommen hat. Jo! Dieser Tunnel war nicht normal an das Haus von Michael Jackson angeschlossen, so die Information aus dem Internet, sondern es war quasi ein versteckter Tunnel, der ohne das Wissen von Michael Jackson eben es ermöglichen sollte, einfach in das Haus des ehemaligen King of Pops zu gelangen. Dies ist also die Meldung, die gerade die Runde machte. Und daraufhin... Digga, ich sag doch, Mann, Diddy war ein Mossad-Agent. Genauso wie... Das ist jetzt, Bruder... Diddy, genauso wie Epstein, Mossad Agents. Und dass die Jackson aus dem Weg räumen wollten wegen bestimmten Sachen, einmal wegen Sony und einmal, weil er gesagt hat, dass wir verarscht werden und dass es Menschen gibt, die uns nicht die Wahrheit sagen über Menschheitsgeschichte und so. Das ist, Bruder, da gibt's Interviews, da gibt's Videos, weißt du? Dass sie den aus dem Weg haben wollten. Fanden die Leute noch mehr heraus. Denn jetzt gerade verbreitet sich rasend schnell das Gerücht, dass Michael Jackson nicht an einer Überdosis im Jahr 2009 gestorben ist, sondern dass er absichtlich von P. Diddy oder Leuten, mit denen P. Diddy unter einer Decke steckt, eben umgebracht wurde, dass er beseitigt wurde. Denn was ist passiert? Das, was ihr höchstwahrscheinlich über den Tod von Michael... Ja, aber vom Arzt, Digi. Ne? Also, dachte ich bis hierhin. Jackson wissen werdet, das was allgemein bekannt ist, ist, dass er im Jahr 2009 von seinem Leibarzt eine Überdosis von Propofol bekommen hat. Und als er eben diese Überdosis verabreicht gekriegt hat, hatte er danach einen Herzinfarkt und man konnte nichts mehr für ihn tun. Es war nicht mehr möglich, ihn zu retten. Er starb damals, während er tatsächlich eine große Tour noch angekündigt hatte. Crazy, Bro. Crazy. Das Ganze kam unfassbar plötzlich und war ein riesiger Schock für die Menschen. Digga, das war crazy damals. Doch auch wenn dies die Geschichte ist, die jeder kennt, gibt es sehr, sehr große Zweifel daran. Denn Michael Jackson hat in der Vergangenheit häufiger mal versucht, Missstände in der Musikbranche aufzudecken. So hat er häufiger sich ausgesprochen gegen eben einflussreiche Musiker, die zum Beispiel andere Musiker ausbeuten oder geheime Machenschaften am Laufen haben. Über den damaligen Manager von P. Diddy soll Michael Jackson gesagt haben, dass dieser Manager der Teufel selbst... Ja, jo, Tommy Mottola, Bruder, ajo, hat er gesagt, das habe ich gesehen. Ist. Und das war der Manager von Diddy damals, sagst du?
er eben... Jo, schon interessant jetzt gerade. Ja, am Anfang dachte ich so, was erzählt er hier gerade? Warte. Live vor Publikum gesagt und meinte, das, was er jetzt sagt, dürfte er eigentlich nicht sagen, aber er tut es trotzdem und die Leute dürfen ihn sogar dabei filmen. Er wollte, dass diese Botschaft an die Öffentlichkeit gelangt. Er wollte, dass die Leute wissen, dass er Dinge weiß über... Das ist der CEO, das war der CEO von Sony. Ja, ja. Wie heißt der? Tommy Mottola, ne? Ist Diddy auch bei Sony oder was? Guck mal, da kommt schon direkt... Bruder, du gibst nur Tommy Mottola ein, da kommt hier. FBI has reopened Michael Jackson's case. Alleged connection to Diddy. Yo! TikTok-Users? Ja, okay, TikTok-User erzählen den ganzen Tag irgendwas, Bro. Mal gucken, wer dieser Mottola-Bruder ist hier, Alter. CEO von Sony Music Entertainment. Jahrelang, fast 15 Jahre lang Vorsitzender und CEO von Sony Music. Ist Diddy bei Sony? Sorry, ich muss das kurz recherchieren. Wie wird der Cap nochmal geschrieben? So, Mottola. Tommy Mottola. P. Diddy giving... Ja, okay, da kommen jetzt diese ganzen Dinger, Alter. Ich habe gedacht, da kommt vielleicht irgendwas Offizielles, ob der mal mit dem unter Diddy Tommy Mottola huddle up in secretive meeting 2018. Okay, okay, okay. Tommy Mottola and Diddy were spotted huddled in what looked like a secretive meeting last week at Craig's in LA. Okay, okay, die waren auf jeden Fall connected. Das war von 2018. Das ist miese Investigativrecherche, Freunde. Ich wollte nur gucken, ob die miteinander verbunden sind oder ob das komplett aus dem Arsch gezogen ist, weißt du? Diddy und die Leute, die mit ihm zusammenhängen. Das bedeutet, Michael Jackson hatte sich also mehrfach geäußert gegenüber irgendwelchen Leuten, die dunkle Machenschaften am Laufen haben. Und es ist zu erwarten, dass er noch mehr Dinge... Er ist heute noch bei Sony. Er ist bei Sony, sagst du? ...bekannt geben wollte, dass er noch mehr von diesen Missständen aufdecken wollte und deswegen ein Dorn im Auge für andere einflussreiche Musiker war. Und jetzt heißt es eben, dass P. Diddy und die Leute, mit denen er zusammenhängt, nachts in sein Haus gegangen sind und ihm eben diese Überdosis verabreicht haben, beziehungsweise dass sein Arzt vielleicht auch mit denen unter einer Decke steckte, sprich, dass Michael Jackson tatsächlich eben beseitigt wurde. Ja, aber als ob, das ist ein bisschen zu weit hergeholt. Als ob die jetzt da unten unter dem Tunnel durchlaufen und dann sich da reinsneaken und dann den, die haben den ganz normal über den Arzt beseitigt, so. Weißt du? Ganz easy. Den Arzt bestochen, den Arzt irgendwie, weißt du? Weiß ja nicht, ob das miteinander zusammenhängt, warum so eine Tunnel-Actions machen, weißt du? I don't know. Und nicht durch einen Unfall verstorben war. Dies ist die Botschaft, die jetzt gerade im Internet groß die Runde macht. Und dazu gibt es nämlich noch einen weiteren Beweis, der das Ganze hier noch viel, viel gruseliger macht. Denn vor Jahren, kurz nach dem Tod von Michael Jackson, ist sein letzter Anruf im Internet veröffentlicht worden. Und dieser letzte Anruf ging eben an einen Vertrauten von Michael Jackson. Das ganze Michael Jackson-Ding ist definitiv auf jeden Fall suspicious. Also, das ist auch nicht richtig aufgeklärt, weißt du? Und da sprechen zu viele Dinge dafür, dass sie den beseitigt haben. Erstmal diese Sony-Leute, weil er seinen Katalog nicht mehr, beziehungsweise nicht nur sein Katalog, der hatte die Hälfte von Sony Music geowned, weißt du? Das hat ihm gehört. Und er wollte das nicht mehr abgeben. Und nach seinem Tod stand dann im Testament auf einmal, dass er das zu einem geringeren Preis an die auf einmal abdrückt und so. Ganz suspicious, ganz komisch. Und auch diese Videos, wo er anfängt, über sowas wie die Eliten zu reden und über die Menschheitsgeschichte und dass wir verarscht werden und so. Also ganz crazy stuff. Das ist nicht weit hergeholt, dass sie den auch um die Ecke gebracht haben, aus dem Weg geräumt haben. In diesem Anruf sagt Michael Jackson, dass er Angst um sein Leben hat, weil es eben Gruppierungen von Leuten gibt, die ihn beseitigen wollen. Er sagt in diesem Anruf, dass er ganz genau weiß, dass es Leute gibt, mit denen er sich angelegt hat, und die eben wollen, dass er verschwindet, dass er stirbt, damit er nicht noch mehr Dinge bekannt geben kann. Und in diesem Telefon... Das hört sich halt crazy an für so Leute wie jetzt für uns so in Deutschland und so dies, das, wir machen unser Ding. Aber es ist halt, du musst dir überlegen, diese Menschen, so ein Michael Jackson, was der für einen Impact auf die Menschen hatte, Bro. Der war ein... Es gab, glaube ich, keinen, meiner Meinung nach, der so einen heftigen Influence auf People hatte wie Michael Jackson so. Das musst du dir mal überlegen. Der kann die Welt verändern mit einem Talk, mit einem Song, mit einem Auftritt. Das ist gefährlich, Bro. Weißt du? Das ist einfach gefährlich für diese Leute, die alles unter Kontrolle haben wollen. Wenn so jemand aus der Reihe tanzt. Weißt du? Es ist einfach so.
Und deswegen bei diesen heftigen Worldstars, die von Millionen, Milliarden von Menschen gefeiert werden auf der ganzen Erde, Digga. Ja, die leben halt, wenn die anfangen, gegen gewisse Mächte zu gehen, extrem gefährlich, Bro. Extrem gefährlich. Genauso wie ein Tupac oder andere Leute, DMX, wie die alle rangenommen haben, siehst du ja. Und du merkst es ja auch schon, jetzt hier in Deutschland ist es halt nicht mal annähernd so, deswegen können wir uns das schlecht vorstellen, aber ich als Creator merke auch, wo ich angefangen habe, auf einmal systemkritisch zu sein, auf einmal werden dir heftig viele Steine in den Weg gelegt. Man versucht dich zu canceln, man versucht dich irgendwie auszulöschen. Weißt du, von allen Ebenen, von YouTube, vom Finanzamt, von hier, von da. Und ich bin ja niemand. So. Und umso mehr Macht du hast, umso mehr Power du hast, umso mehr, ja, umso gefährlicher bist du für diese Leute, die eigentlich die Kontrolle bewahren wollen. Sagt er auch noch, dass sie irgendwie versuchen werden, das Ganze wie einen großen Unfall darzustellen. Zum Beispiel, dass sie versuchen könnten, es so darzustellen, als hätte er eine Überdosis von irgendwelchen Substanzen bekommen. Sprich, in diesem letzten Telefonat von Michael Jackson, das aufgezeichnet wurde, sagt Michael Jackson selbst, dass es eventuell dazu kommen könnte, dass Leute ihm anhängen wollen, er hätte eine Überdosis und wäre deswegen gestorben, wenn es in Wahrheit tatsächlich eine Gruppierung war, die ihm das angetan hat. Und genau das scheint jetzt auch passiert zu sein. Denn, wie es heißt, ist er an einer Überdosis gestorben. Und diese Überdosis soll laut den neuesten Gerüchten eben von dieser bösen Gruppierung ihm verabreicht worden sein. Von dieser bösen Gruppierung, sagt er. Dies ist die Meldung der Illuminati, bruh, die jetzt im Internet gerade überall nachzulesen ist. Es kommen Dutzende Videos online, die das Ganze besprechen. Und ich wollte mir das Ganze genauer ansehen und auch von einer logischen Sichtweise das Ganze mal betrachten. Eine Sache muss ich gleich... Diese böse Gruppe ist die Matrix, Bro. Und da gehören fast alle dazu, bis auf ein paar Prozent. So, und deswegen bist du immer diesen... Der Matrix bist du ein Dorn im Auge, wenn du anfängst, langsam die rote Pille zu schlucken. Zu Beginn sagen, dieser Anruf von Michael Jackson, dieses gruselige Telefonat, ist tatsächlich echt. Er hat tatsächlich, soweit ich es herausfinden konnte, den Manager von eben P. Diddy einen Teufel genannt, hat auch gesagt, dass er will, dass das an die Öffentlichkeit kommt und hat mehrfach versucht, eben Leute bloßzustellen bzw. Dinge aufzudecken, die eben von den reichen und mächtigen Prominenten verschleiert werden sollen. All diese Dinge stimmen. Michael Jackson war sich sicher, dass es eben Leute gibt, mit denen er sich angelegt hat, die ihn beseitigen wollen. Das Einzige, was an dieser gesamten Geschichte nicht stimmt, ist der Tunnel unter P. Diddys Haus. Wenn ihr im Internet irgendwas von diesem gruseligen Tunnel hört, müsst ihr eben zwischen Fakt und Fiktion unterscheiden. Denn Folgendes stimmt. Es wurde ein Tunnel unter dem Haus von P. Diddy gefunden. Dieser Tunnel war aber nicht mit einem Bett versteckt gewesen, sondern war ganz normal sichtbar und zugänglich. Es handelt sich dabei nämlich um einen Schwimmtunnel. Dies ist quasi eine Art natürliche Grotte, die gebaut wurde. Letztendlich etwas, was aussehen soll wie eine Höhle, wo P. Diddy schwimmen konnte. Etwas, was scheinbar reiche Leute sich kaufen. Da wurde jetzt nicht so was Gruseliges gefunden wie ein Körper oder Kinderkleidung und auch keine Verbindung zu Michael Jacksons Haus wurde dort entdeckt. Es ist lediglich ein Tunnel, wo er schwimmen konnte. Der ist aber auch so ein Typ, gell? Der macht der mit so mystischer Hintergrundmusik, versucht dir so einen auf Ding zu machen und dann am Ende sagt er, ja, Bro, ist eigentlich alles gelogen gewesen. Was machst du, Cousin? Was hast du gemacht gerade, Alter? Und weil die Polizei sich recht vage verhalten hat und nicht gleich sagen wollte, was für ein Tunnel das ist, haben die Leute angefangen, Gerüchte zu machen. Das bedeutet, dieser Tunnel, den können wir mal aus... In Höhle schwimmen, beste Leben. Ey, ich war mal in Santorini, war ich auch mal in so einem Hotel. Boah, Digga, das war krass, Bro. Wir haben einen Pool gehabt mit meiner Ex damals. Wir haben einen Pool gehabt in der Wohnung drin und der war auch so tunnelmäßig, Digga. Das war krass. Da konntest du vom Schlafzimmer in die Küche schwimmen, Digga. Und das hat schon Vibes gehabt. Und dann war oben so, aber so ganz weit oben, das war wie so eine Grotte mäßig und ganz oben war dann so ein Fenster, wo du dann in den Himmel sehen konntest. Wild. Vorlassen, der tut gerade nichts zur Sache, aber diese gesamte Michael Jackson Sache scheint trotzdem real zu sein oder es gibt zumindest die Möglichkeit, dass es real ist. Es könnte tatsächlich sein, dass Michael Jackson durch seine Enthüllung dafür gesorgt hat, dass Leute ihm etwas Böses anhaben wollten.
Und wer weiß, vielleicht wurden auch manche Gerüchte über Michael Jackson eben tatsächlich gestreut, die gar nicht stimmten. Oder er wurde absichtlich in ein schlechtes Licht gerückt. Ich glaube zum Beispiel, dass Diddy nicht wirklich eventuell nichts direkt mit dem Tod von Michael Jackson zu tun hat, aber Diddy auf jeden Fall auf der anderen Seite des Teams stand. Weißt du? So. Also definitiv mit den Leuten cool war, die Michael Jackson gerne weghaben wollten. Sowohl die Mächte in der Musikindustrie, als auch die Mächte oben drüber. Wenn ihr wisst, was ich meine. Diesen reichen und mächtigen Prominenten, denen Michael ein Dorn im Auge war. Und als sie gesehen hatten, sie kriegen ihn anders eben nicht weg, sie kriegen ihn nicht zum Schweigen, haben sie sich entschieden, ihm sein Leben zu nehmen. Ich persönlich bin normalerweise kein Fan von Verschwörungstheorien. Ich versuche immer, die logischsten Antworten zu glauben und auch das... Bro, du hast die ersten 8 Minuten hast du miese Verschwörungsmystik gemacht. Also ich bin auf jeden Fall ein Fan von Verschwörungstheorien, damit ihr Bescheid wisst, gell? Nur mal so nochmal ein Statement raus. Wisst ihr schon, aber ich sag's nochmal. Keine klaren Beweise, das sind Gerüchte. Aber bei diesem ganzen P. Diddy-Fall, bei dem, was wir schon wissen, was bei reichen Politikern, Prominenten und so abgeht, finde ich es nicht mehr unwahrscheinlich, dass das stimmen könnte. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Michael Jackson für irgendwelche Leute, vielleicht auch nicht für P. Diddy, aber für andere Leute, ein Problem gewesen ist und sie ihn deswegen beseitigen wollten. Und deswegen musste der King of Pop sterben. Das ist tatsächlich jetzt meine Meinung. Mich würde eure Meinung interessieren. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, Michael Jackson ist durch einen Unfall gestorben oder... Never. Meint ihr tatsächlich, dass P. Diddy oder andere Leute damit zusammenhängen? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, so wie ich mache. Bis dahin aber, tschüss. Hau rein, mein Jutster. Ja, interesting. Was soll man dazu sagen, Alter? Also meine persönliche Meinung habt ihr ja gehört. Ich bin mir sicher, dass Diddy auf jeden Fall, dass Michael auf jeden Fall der Dorn im Auge war von einigen Mächten und dass er deswegen um die Ecke gebracht wurde, beiseite geräumt wurde und dass Diddy auf jeden Fall Team auf der anderen Seite unterwegs ist, weißt du? Also auf jeden Fall in diesem, bei diesen Leuten am Start war und von diesen Leuten auch genutzt wurde, so, weißt du? Ich glaube halt wirklich, dass so Leute installiert werden wie Diddys und Epsteins und so, um halt die Industrie zu kontrollieren, weißt du? Man braucht immer ein paar Agenten, die in den Industrien am Start sind, die mit den mächtigen Leuten zu tun haben, die dann Informationen sammeln, Blackmailing, weißt du, dass die Sachen in der Hand haben gegen die Leute, damit man halt den ganzen Laden so steuern kann, weißt du. Und ich sage nochmal, dass ich bin mir fast sicher, dass auch irgendwelche Geheimdienste auf jeden Fall auch mit involviert sein könnten. Und ja, das ist crazy und ich frage mich, ob da vielleicht nochmal Parallelen gezogen werden oder ob da auch eventuell die ein oder anderen dran glauben müssen, was ich nicht glaube. Aber ja, das war's mal zu dem gewesen auf jeden Fall. Ich liebe euch, schreibt mir eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, bis dahin. Peace out. Gang. Geheimdienste out, man, Alter. Ja, die Geheimdienste-Vibes, Bro.